Hallo und willkommen zurück zu Skyrim. Sind wir jetzt hier im Seelengrab? Nicht recht im Sinn, das letzte Mal ist doch schon echt lange her vom Aufnehmen. Aber ihr wisst ja, das ist ja jetzt hier die Vorproduktion alles und so. Boah, man hat auch keinen Schaden. Wer ist das? Dann muss ich hoch, wa? Steck, brauch ich immer deine Waffe weg? Ist ja nicht, dass es total dämlich ist. Der ist groß. Und der macht Schaden. Ach du heilige Scheiße. Jetzt zieh ich mal kurz hier meine Drachenplattenrüstung an, weil das ist mir dann doch zu heikel hier. Scheiße, da ist der stark. Und so ein Bogen, nehme ich nochmal übel mit. Aber. Schön mit Schleichangriffen schon fertig machen. Diese tollen Bäume noch nicht da wären, wa? Ja. Hier ist es. Perfekt. Es gibt ja immer so ein paar Minibosse. Hab ja schon mal erwähnt, es gibt auch wieder ein in. Ist das ein Schwanzell? Ne, Schwarzwald. War ja der Großbegriff. Schwarzwald. Gab's ja auch einen Miniboss. Wo ich nochmal hin will. Und hier gibt's auch einen. Der ist da. Den machen wir jetzt auch mit. So. Hier ist der Schnitter dann. Mir fehlt der Gegenstand. Scheiße. Ach ne, es fehlt mir alles auf dem Gegenstand. Ja, so viel lass dazu. Das mache ich am Ende. Ich möchte was sammeln. Ey, richtig nervig. Einfach gegen den Boss kämpfen, der ist ja schon so schwer genug. Ja, nervige Sammelmission, Mann. Mit Streichkolben, okay. Ich rieche Schwäche. Seid ihr bereit für den Tod? Ah, schade. Hallo? Valerika. Ja, da kommst du? Ich hab keinen Bock. Ihr konntet alle drei Hüter zerstören? Ja. Ich bin beeindruckt. Ich musste meine andere so anziehen, aber ja. Kriegst du diese Schriftrolle jetzt? Ja. Bitte folgt mir. Haltet nach Durnevir Ausschau. Die Barriere des Gefängnisses ist gesenkt.
Also wird er sicher nach dem Rechten sehen. Als ob man jetzt bei so einem Ort hier nicht erraten kann, was jetzt passiert. Wartet. Ich höre etwas. Oh Mann. Es ist Dornevir. Er ist hier. Verteidigt euch. Diese schwachen Haare. Wenn man wieder mal nicht sieht. Bitte verzeiht mein Erstaunen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich einmal den Tod dieses Drachen erleben würde. Da war ich nicht schwer. In vielen Schriften, die über Dornevir verfasst wurden, wird behauptet, dass er nicht mit normalen Mitteln bezwungen werden kann. Deren Verfasser scheinen sich geirrt zu haben. Es sei denn... Was? Die Seele eines Drachen ist so widerstandsfähig wie seine Schuppenhaut. Es ist möglich, dass euer Todesstoß Dornevirs körperliche Hülle lediglich zerstreut hat, während er sich regeneriert. Wie lange dauert das? Minuten? Stunden? Jahre? Ich weiß es nicht. Und ich würde vorschlagen, hier nicht zu verweilen, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Dann wollen wir euch mal diese Schriftrolle der Alten besorgen und euch auf den Weg schicken. Da, Schriftrolle der Alten. Danke. Anscheinend hat es nur Minuten gedauert. Steckt eure Waffen weg. Ist weggesteckt. Ich möchte mit euch reden, Quanarin. Ergebnis unseres Kampfes, Quanarin. Ich möchte euch nur respektvoll um einen Gefallen bitten. Ach, daher weht der Wind. Daher weht der Wind also. Ja, was für ein Gefallen? Unzählige Jahre habe ich das Seelengrab durchstreift. Gegen meinen Willen den vollkommenen Meistern dienend. Davor war der Himmel von Tamriel meine Heimat. Ich möchte dorthin zurückkehren. Und warum gehst du nicht? Ich fürchte jedoch, dass meine Zeit hier nicht spurlos an mir vorübergegangen ist. Ich bin mit diesem scheußlichen Ort verbunden. Wenn ich mich zu weit vom Seelengrab entfernen würde, würde meine Kraft schwinden, bis hin zu meiner vollständigen Auflösung. Wie kann ich da jetzt helfen? Ich werde euch meinen Namen anvertrauen und euch erlauben, ihn in Tamriel anzurufen. Ehrt mich auf diese einfache Art und Weise. Und ich werde an eurer Seite als euer Grad Zemasin kämpfen, euer Verbündeter, und euch mein Tuum lehren. Also ich will einfach deinen Namen in Himmel rufen. Das war's. Für euch ist es vielleicht trivial. Mir würde es sehr viel bedeuten. Ich benötige keine Antwort, Quanarin. Ruft einfach meinen Namen in den Himmel, wenn ihr glaubt, dass die Zeit dafür reif ist. Gut. Machen wir dann mal. Das wird noch mal spannend. Jetzt der erste Miniboss.
Leute. Also entweder es ist nicht so gut. Oder wir gehen schon gleich weg, aber. Nö. Tut er nicht. Dann war das echt schwach am Minibus. Ich bin ja einfach schon zu stark. Kann ja auch sein. Dreimal schwarzen Seelenstein. So. Und jetzt wieder zurück zur realen Welt. Achievement, danke dafür. So. Was nun? Ja, wollte ich gerade fragen, was nun? Oh. Gut, jetzt möchte ich die Schiffe voll zurückholen. Hätte. Die letztens erste Ork verkauft. Aber wisst ihr was? Machen wir erstmal nächstes Mal. Das reicht jetzt für heute. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und Abo da. Vielleicht mache ich im nächsten Part schon einen weiteren Bossfight, den in Schwarzweite. Vielleicht mag es auch erst ganz am Ende mit dem dritten Mini-Bossfight, den es noch gibt. Den sowieso alle kennen, der schwerste ist überhaupt. Angeblich, weiß nicht, ich habe noch nie gegen den gekämpft. Doch einmal natürlich, wo ich 100% hatte. Logisch. Aber ich schweife schon wieder ab. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.